Ich verliebte meine Uhr in die Vergangenheit, kaufte Formationen wie Gletscher strukturell überbordend, ersetze Formationen durch Wolken. Nimm dazu das Reparaturkit aus der Schublade mit der Aufschrift Bedingungen. Geh, wohin du willst. Da wird es Schrauben geben oder Metalle. Schmelz Haufen Federn und Zähne. Ersetze Formationen durch freigelegte Himmel, Straßen, die unter dem Schnee blank ziehen, Schnee und sein inflationäres Weiß. Das Werk weiß, dass dir das Wort überbordend gefällt, wird aber von Unsicherheit gequält bezüglich der Zeile Ersetze, die ich für irreparabel halte. Ich verlegte meine Uhr in der Gegenwart. Sie verkaufte sich nicht gut. Ich wechselte die Zeit, verwechselte meinen Puls mit Schritten auf dem Flur, Furcht mit Angst lag wach, herzrasend. Heute liefere ich wieder mich aus und hybriden Idealen, betreibe Unruh, Feintuning. Das Eis treibt in solchen Träumen zu einer Seitwärtsbewegung. Denk Dekadenzeiger, denk etwas brennt, schwelt, schwere los. Du musst irgendwann wieder atmen, du musst fast nichts. Nur die silbernen Nieten der folgenden Zeilen leicht zusammendrücken, um die Knopfbatterie zu wechseln. Ersetze Knopf durch Klopf durch Kopf, bis unbeantwortbare Fragen und die Schatten aus den Fugen springen, mit einem leichten Ping. Du wirst es spüren, wenn es zu spät ist. In ihrer Chronik verzeichnete die ängstliche Behörde 24 Arten von, die eine vorausschauende Praktikantin jetzt bereits geistesgegenwärtig dem Schredder zugeführt haben wird. Was mir verzeiht, ist nicht die Zukunft. Meine Uhr zeigt Schollen, groß wie Fußballfelder, driftend. Sequels, zu den Sequels der Sequels. Es ist, ich habe hingeschaut, es aber nicht registriert, Uhr. Es ist entstehende Zeit, eine Zeit, die gebaut wird. Ersetze Schnee durch Regen, unerbittlichen. Strömung durch kollektive Aktion. Ich weiß, dass die Versiegelung erneuert werden muss, dass es keine tasmanischen Tiger mehr gibt, eins wie Tasten, zwei, ohne nachzuschauen. Lünetten an Taucheruhren sind in der Regel nur gegen den Uhrzeigersinn drehbar, sodass sie nur einen zu kleinen Sauerstoffvorrat anzeigen können, nie aber einen zu großen. Verzeiht mir, Sommerzeit, Winterzeit. Epilog. Ich habe meine Uhr seit Wochen nicht getragen. Das Armband ist kaputt. Ich könnte mir ein neues kaufen aus Plastik, das dann wieder kaputt geht. Auf Leder will ich nicht zurückgreifen, so liegt die Uhr herum. Ein loses Auge. Nichts und niemand starrt. Ich schäme mich, als hätte ich behauptet, mit meiner Uhr Kurznachrichten empfangen zu können, 10 Jahre zu früh, dass etwas schmelze, aber zu spät. Die Vergangenheit ist eine Geschichte, die Gegenwart ein Gefühl, die Zukunft kann beides sein. Die Verbindungen sind nur lose, nur Loser sind in Verbindungen. In der besten Version von allem verlose ich meine Uhr zu einem guten Zweck und alle wollen ihr Ticken gehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören.